wenn du dich von deinen eigenen Gedanken umzingelt fühlst, morgens, abends und in der Nacht. Du so viele Fragen hast, doch die Antworten bleiben aus. Du zwischen absoluter Unsicherheit und vollkommen Selbstbewusstsein stehst, zwischen Nachgeben und Starksein stehst, zwischen Scheitern und dem großen Durchbruch. Du erstickst im Überfluss, zu viele Optionen, doch leider zu wenige Limitationen. Ungeduld macht sich breit. Du hast das Warten satt, willst keine Zeit mehr verschwenden und doch gibst du dich mehr und mehr dem falschen Ding hin. Du weißt von Story zu Story, fängst an, dich zu vergleichen, dich schlecht zu fühlen, obwohl du nach Inspiration suchst. Fragst dich, was dich wirklich erfüllt, was die Passion ist, die dein Herz so richtig schlagen lässt, die dir Antrieb und Anerkennung gibt. Freundin sein und Freundin brauchen. Hilfsbereitschaft gegen Egoismus. Am Herausfinden, was und wer dir wirklich gut tut und wer dir eher Schmerz bereitet. Abende allein zu Hause gegen Partygetümmel. Auf der Suche sein oder schon längst gefunden zu haben. Sich seinen Gefühlen hingeben oder dem Verstand gehorchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich bin irgendwie dazwischen. Zwischen richtig und falsch. Dem geraden und dem ungeraden Weg. Und es gibt noch so viel, was ich herausfinden muss. Über mich, meine Umgebung und so viel, was ich ändern kann. Oder doch erlernen sollte zu akzeptieren, mich selbst zu lieben, meine Erwartungen zu senken und aufhören, mein eigener Kritiker zu sein. Weniger Angst zu haben von allem, was kommt und stolz darauf zu sein, was war. Mehr mich zu vertrauen, anstatt es woanders zu suchen. Mehr meine Meinung zu sagen, Emotionen befreien und lieber ehrlich sein, als feige Notlügen einzusetzen. Ich will mein eigenes Vorbild sein, stark und unabhängig. Doch ich weiß, das ist ein langer Weg. Leicht zu sagen, hart umzusetzen. Doch zwischen all den Fragen, Zweifeln und Gefühlen darf ich eins nicht vergessen, und zwar mich selbst.